Herzlich willkommen zurück zur zweiten Folge von The Forest. Genau. Ja, unser Tagesziel war heute eigentlich, also das heißt heute in dieser Folge, wir wollten mal eigentlich zu dieser Insel schauen. Das hatten wir auch letzte Folge schon gesagt. Und wir wollten eigentlich auch ein Lager mal bauen. Ja, das sowieso. Ich würde sagen, damit fangen wir erstmal an. In der ersten Folge waren da hinten irgendwelche wieder Eingeborene. Ach ja, da muss man vielleicht ein bisschen aufpassen. Warte mal, können wir denn überhaupt schon mal so ein Floß oder so überhaupt bauen? Bestimmt, aber ich würde erstmal wirklich sagen, wollen wir das gleich hier machen? Fire, Bonfire, Fire Pit, Standing Fire, Shelter, Put and Water. Jetzt pass auf. Lager. Dodge. Willst du erstmal so ein normales Lager bauen oder gleich mit Wand selber? Oh, also ich würde einfach mal sagen, erstmal ein bisschen was, erstmal ein bisschen was Einfacheres, glaube ich. Gut, aber so ein Hunting Shelter oder so, das ist ja total unsicher eigentlich, oder? Also ja, oh! Kann man coole. Boots! Ah, ich habe Boots. Ah, a small raft. Vier. Alter, wir könnten ein Hausboot bauen. Wie geil ist das denn? Also, wenn du jetzt aufs Buch geht, der schreibt sich immer die Leute auf, die er sieht, ne? Also jetzt haben wir da ein Skinny, so heißen anscheinend die Schnellen, die uns die ganze Zeit angreifen. Ich sehe gerade, wir brauchen 48 Holz oder Bäume, sag ich mal, um ein Hausboot zu bauen. Ich finde das gar nicht mal. Das ist rechts unten gewesen, okay, da bei Traps, Boats. Oder wollen wir erstmal so ein Small Raft bauen? Large Raft. Aber ja, wollen wir denn unsere Seile jetzt schon für ein Boot verschwenden? Basic Wall, wie geht denn das? Days survived 1. Currently feeling good. Armor 0. Cold Armor, Gold Armor, na klar. Wie weit kann man ins Wasser reinbauen? Das würde mich jetzt interessieren. Wenn man gerade wirklich komplett bis ins Wasser reinbauen, glaube ich. Ich weiß ja nicht, ob die dann schwimmen kommen oder ab. Oh, okay. Ah, ja. Was? Simple Bow. Stick, Cloth and Rope. Warte, ich versuche jetzt, glaube ich, mal dann. Ich versuche auch schon zu craften. E plus. Okay. Du jetzt mal einen Bogen. Okay. Oder so geht's nicht. Okay, aber das ist jetzt ein bisschen nervig. Man muss jedes Mal wieder B drücken, um so eine Wand auszuwählen und dann ran zu klatschen. Das hab ich vergessen. Was brauche ich noch? Ah, ich bin doof. Nochmal. Ja, nochmal. Ja, nein, ja. Nein. Ja. Nein. Nein. Okay, es ist nicht ganz so leicht. Ha? Ah, ja, da war's doch. Oh mein Gott. Dick Cloth. Ah, ja. Rope. Stick Cloth. Cloth. Da war's. Ah, jetzt. Close. Combine, jawohl. Geil. Okay, ich hab einen Bogen. Was, du hast einen Bogen? Ja. Du hast jetzt schon einen Bogen? Ist und ich ja schieße keine Pfeile. Ja, die Pfeile muss man auch separat, glaube ich. Ja. Na, halt da mal. Arrow. One stick with. Alter. Du hast mich gerade nach oben katapultiert. Wie habe ich das gemacht? Ah, ich brauche Federn. Ach du Scheiße. Okay. Naja, ist wurscht, das habe ich schon mal ein bisschen anfangen. Willst du hier jetzt eine Mauer bauen, was? Ja, ich weiß nicht so. Wir wollen ja erstmal nur so ein Basislager, dass wir ein bisschen. Ach so, das ist eine gute Idee eigentlich, ne? Weil wir wollen eh da mal hinter so. Weißt du, dann könnten wir dort mal uns ein bisschen bleiben und ich weiß nicht, ob die schwimmen können. Also ich weiß echt nicht. Und wie, oder beziehungsweise wie weit die ins Wasser kommen. Es ist jetzt natürlich ein bisschen mehr Aufwand und vor allem, es wird schon wieder. Oh, Entschuldigung, mein Fehler. Und ich glaube, es wird schon wieder dunkel, glaube ich. Ja, also die Sonne geht unter. Ich glaube, wir müssen fast irgendwie vielleicht auf das Boot wieder oder so. Was haben wir voll verkackt, ne? Ja, aber die Zeit vergeht halt wirklich sehr schnell irgendwie. Und das zu bauen ist gar nicht mehr. Baumfeld! Ja. Shit. Eins. Zwei. Den dritten kann ich nicht nehmen, ne?
Scheiße, das wollte ich nicht. Ich, okay. Ich würde fast sagen, dass wir da eine Tür. Ja, man kann laufen mit den Dingen. Ach, sprinten. Das ist natürlich sehr praktisch. Ja. Pass auf, da kommt eine Wall with Door. So, genau, wunderbar. Und dann machen wir direkt hier eigentlich, das reicht dann schon. So ein kleines reicht erstmal, oder? Ja, das können wir uns mal schnell rein verschanzen können. Das kann echt knapp werden jetzt. Oh shit, Alter. Ich hoffe, dass oh Mann. Nicht... Da liegt noch eins. Alter. Ich drück die ganze Zeit Q. Warum auch immer? Ich will immer Leute spotten vom Battlefield. So Gegner spotten. Da hinten kommen sie. Ich sehe schon einen laufen. Nein, das ist schlecht. Zwei. Oh Gott. Die können niemals durch unsere Pläne durch. Alter, wir sind schon voller Marsch. Ja, vielleicht. Oh nein. Wir könnten dann ausprobieren, ob wir ins Wasser rennen. Ob die uns folgen. Ob die auch ins Wasser kommen. Das könnte man ausprobieren. Könnte man, ja, theoretisch. Alter, ich hab ein bisschen Schiss. Wollen wir schon was essen? Ach, da sind die Snacks da. Gut. Ja, wir haben voll verkackt. Eigentlich schon. So richtig voll verkackt. Man. Kommen die schon? Ich hab voller Angst, Alter. Das kann's einzig sein, oder? Erste Folge ist tot. Zweite Folge tot. Alter, was ist das? Ich will das Shit. Nicht da, ich will das nicht da dran. Ja, genau so. Nein. Auf L kannst du Licht anmachen. Vielleicht sollen wir das Licht auslassen. Glaubst du, wenn wir Licht machen, dass die uns dann besser finden? Ja, ich glaub schon, ja. Wollen wir jetzt einfach nur ein bisschen warten und. Aber das Schiff war viel zu weit weg. Das schaffen wir, glaube ich, nicht. Oh, Alter. Scheiß Vogel. Das ist echt stockfinster, also ich glaube. Alter, was ist denn jetzt? Alter, wo bist du? Ich wollte das nicht hinbauen. Was ist das? Geh weg da. Es ist, also das Bauen ist nicht ganz so einfach. Geh mal da weg, Alter, du stehst voll in meinem Bau. Vielleicht hätten wir noch ein bisschen Bäume fällen sollen. Aber das ist gut. Also das gefällt mir jetzt so. Aber der Tag vergeht ein bisschen zu schnell für meinen Geschmack. Ja, und bei mir auch. Also weil komm, dann kann man ja nie irgendwas komm, richtig aufbauen. Ich fäll noch einen Baum, komm, wirklich. Sollen wir okay, warte, so komm mit. So ein bisschen so am Rand. Alter. Leise, nicht sprinten, weil ich weiß nicht, ob die das hören. Alter, ja, toll, wenn man einen Baum fällt, glaubst du, die hören sich. Also, den Baum dann nehmen wir jetzt. Ja, vielleicht nicht zusammen einen Baum, das ist ein bisschen unlogisch. Ich nehme gleich den dahinter. Bleibst du einfach drauf oder haust du immer wieder? Ich hau immer wieder drauf. Ich glaube, drauf bleibt, bringt nichts. Alter, ich hab so Hunger gerade, ich muss echt. Warte, ich muss kurz was essen. Oh, das wollte ich nicht. Nicht B, ich wollte I. Ich muss erst echt was essen, weil sonst. Nächstens ist es schön hell, da. Ich weiß nicht mehr, ach, den Baum habe ich angefangen. Ja, gut, das Feuerzeug bringt fast gar nichts, sehen wir. Wo ist der scheiß Baum? Baumstamm, wo bist du? Verdammte Kacke. Ist B so wenig? Baum fällt. Doch mal. Da muss doch noch einer sein. Da unten ganz noch eins. Ja doch, das Feuerzeug bringt ein bisschen was, dass man ein bisschen mehr sieht. So. Okay, die Tür ist schon mal fertig. Ja, direkt den hier, oder? Hey. Also ich glaube echt in YouTube, das ist fast, also die sehen es wahrscheinlich gar nicht. Die sehen wahrscheinlich nur schwarzen Bildschirm, weil es ist echt wirklich sehr dunkel. Also nee, ich glaube, die sehen da schon was. Leuchte hier gerade so schön. Baum fällt. Eine andere Richtung. Ach scheiße. Ja, oh, da hinten noch liegt noch zwei oder eine, ich weiß nicht. Nee, ich hab einen. Alter, diese blöden Vögel, die erschrecken mich so. Kranke Scheiße. Jawohl. Sehr schön, das geht schon. Das wird. Das schaffen wir noch. Ich glaube, die ersten Nächte sind gar nicht so schlimm. Also da sieht man vielleicht mal zwei oder so. Hat man ja gesehen bei Kronk und Sacharze. Ja, das stimmt. Die sind ja auch eigentlich auch nur behindert rumgelaufen. Ich habe echt Angst, dass mich so ein Viech gleich von hinten angreift. Ja, ich auch. So während einem Baum schlagen. Ja. Feuerzeug geht auch die ganze Zeit aus. Baum fällt, oh, das läuft jetzt auf. So. Was ist denn jetzt? Ah, Baum fällt. Ich versuche.
Jawohl, man kann ein bisschen die Richtung beeinflussen, wenn du drauf springst. Das habe ich von Gronkh gelernt. Also ich bin voll paranoid, wenn ich durch meinen eigenen Sand durchlaufe, also durch den Sand durchlaufe. Oder manchmal ist es anders. Aber es kann vielleicht sein, weil Gronkh und Sarrazin haben Lagerfeuer gemacht, dass die deswegen so viele angelockt haben. Ja, das kann auch sein. Ja, du läufst ja auch mit deinem Feuerzeug rum. Ja, Feuerzeug, aber nicht mit dem Lagerfeuer. Naja. Jetzt kommen wir doch sehr nah in den Wald rein, weil jetzt ist schon dichter, wenn ich immer weiter reingehe. Ja. Das ist dann schon dunkel. Nur mal was essen jetzt. Ja, das Holzfällen ist... Das verbraucht schon viel, ne? Ja. Braucht echt viel. Weil ich habe die ganze Zeit so ein Auge hinterm Baum, also so irgendwie so... ja, die ganze... Ich bewege mich auch die ganze Zeit. Und unten links sieht man auch immer, wie viele man noch braucht, ne? Ja. Dein Bauprojekt. Immerhin. Hat wenigstens einen Anhaltspunkt. Aber das Baumfällen, das hat irgendwas. Ja, das stimmt. Das ist irgendwie cool animiert. Wie der Baum weggeht. Willst du jetzt nicht? Ah, jetzt. Ach, da oben liegt noch ein Baumstamm, ne? Sehe ich gerade so, da unten hinten. Ist ja schon einer runtergerollt. Den hole ich gleich. So, also. Ja, wir haben es bald. Ist geil, ist geil. 14 braucht man noch. Das haben wir. Ich geh mal hin. Oh fuck! Oh shit! Sind sie da? Oh shit! Oh shit! Ah! Hilfe, Hilfe, Hilfe! Greif ran! Ah! Hilfe, Hilfe, Hilfe! Da hinten laufen auch wieder welche. Alter, mich hat das gerade so geschockt. Komm runter, runter. Das ist irgendwie so ein Scheiß. Oh. Alter, sind voll viele, Alter. Oh shit. Einer ist weg. Pass auf, ich glaube, wir können uns auch gegenseitig verletzen. Ja. Die sind da. Jetzt, ich glaube, ich weiß, warum da die ganze Zeit die Leute hinrennen. Da hinten auf der Wiese, wo wir vorhin waren, wo der Baum ist. Es geht die ganze Zeit links und rechts immer so Dinge. Ich glaube, die gehen echt zum Baum in der Nacht. Ich glaube es wirklich. Wir sollten die Leichen. Vielleicht sollte man hier kein Licht machen. Da hinten, siehst du? Da hinten. Da rennt gerade einer hoch. Zwei, drei. Oh Gott. Ja! Ich sehe es. Die laufen, glaube ich, nicht zum Baum, oder? Die laufen doch wieder in den Wald rein, oder? Ja, die rennen die ganze Zeit hin und her bei dem Baum. Die können auch gehen. Also ich weiß nicht, sollen wir jetzt weitermachen, oder? Ich trau mich gerade nicht. Ich wollte eigentlich gerade den Baumstamm holen. Wir müssen die Leichen irgendwie wegpacken, weil sonst kommen mehr. Ja, kommen das mehr. Ich auch schon. Ich hol jetzt diesen Baumstamm. Das ist nur so krass gefährlich nah bei denen. Warte, ich hau die Leichen mal ins Wasser, ne? Glaubst du, das bringt was? Nein. Ich hau die Leichen ins Wasser. Glaubst du, das bringt was? Nein. Na, vielleicht kommen Hai oder fressen die so. Aber mich hat es gerade so geschockt, ne, ey. Wir brauchen nur 13 eigentlich. Ich hab so ein bisschen Licht hier. Da hinten steht immer noch einer. Zwei, drei, oh Gott. Mach dein Licht aus, verdammte Scheiße. Okay. Ey, tschüss, Mann, weil die rennen da immer runter zum Strand. Oh ja, die... Oh Gott, ey, ich sehe die immer noch so hinten rennen. Dann verschwinden sie einfach plötzlich. Blub, weg. So Scheiß kommt. Viecher. Menschen. Das sind Menschen, nicht vergessen. Nein. Hungrige Menschen. Nee, eigentlich nicht. Die haben nicht mal Geschlechtsteile. Bitte. Stimmt. Komisches Zeug halt. Es gibt halt auch so Mutanten, die dann ganz gut ausschauen. Ja, stimmt. Also vielleicht waren es mal Menschen. Oh Mann, ich friere ja. Ich nicht. Frierst du auch? Nee, ich weiß nicht, wo steht das? Ah, hungry, Mein Bildschirm friert langsam ein. Achso, nee, das bringe ich. Da steht jetzt, you are cold in wet wildfire to get. Was ist denn jetzt? Manchmal will die Baumstämme nicht aufsammeln. Kommst du, ja? Also ich muss mir unbedingt Medizin nehmen, weil wenn die nochmal angreifen, bin ich voll im Arsch. Zack, und was zu essen. Aber wir müssen unbedingt da mal ein bisschen jagen gehen oder so, oh Gott. Achso, Fleisch hätte ich ja ein bisschen. Ja, dazu haben wir dann, also wir müssen unbedingt jetzt eine Basis errichten, wo wir ein bisschen auch zu essen finden, ist ein Lager. Wir brauchen ein Lagerfeuer, weil ich hier frier gerade. Ja, wir haben es ja gleich, wir haben es ja gleich, 9 Loks noch. Ich weiß halt nicht, wie lange der jetzt frieren kann. Okay, das Haus ist ein bisschen in der Luft, aber ich glaube, das macht nichts. Boah, weh, die kriegen unten drunter oder so.
Alter, das macht mich voll paranoid, dass die da die ganze Zeit zu den Baum da laufen. Ah. Das macht mich voll wahnsinnig. Aber wir hatten Glück, es waren bisher nur drei. Was? Ich dachte, ich habe das gehört. Nee, ich dachte, der Wind, der macht mich fertig. Wie lang ist es denn bitte Nacht? Nacht ist länger wie Tag, was ist das? Sonne wäre ganz gut, weil dann kann ich mich hier ein bisschen trocknen. Ich versuche immer in Richtung Haus zu springen, damit es funktioniert ein bisschen. Weil dann fällt es immer in die Richtung. Ich würde nicht wollen, dass es in... Alter, den ersten Baum schon will er nie aufheben. Wir haben es gleich, komm schon. Wahrscheinlich sind wir dann fertig mit unserem Baum, es wird Tag. Es wird eh schon heller, habe ich das Gefühl. Hm. Kann sein. Toll. Haben wir die Nacht durchgearbeitet und einen Tag haben wir dann einen Unterschlupf. Der passt doch, dann können wir vielleicht jagen und so. Jawoll, wir sind fertig, Mann. Bring deine letzten Bäume noch hierher, damit wir die gleich da haben. Ich muss mir gleich mal an. Oh Gott, das war ein Stein. Meine Güte, ey. B. Und gleich mal das hier so, da. Macht mal es auf. Mach mal, geht einfach rein. Einfach durchgehen. Ah, ja? Sehr gut. Gleich mal reinhauen, was du hast, alles. Oder? Und fehlen zwei Rocks. Das kannst du nicht. Ah, wunderbar. Wunderbar. Rennt. Oh, sehr schön. Ah, mir wird wieder warm. Oh, ist das schön. Ja, mir auch. Ich hoffe nur, dass sie echt nicht durchs Wasser gehen können. Ich meine, sonst könnten wir hier auch noch eine Wand ziehen. Dein Arsch ist blutig. Was? What deiner? Ja, du hast auch in die Hose geschissen. Oh Gott. Ich höre sie. Die sind da. Ich höre sie. Ich auch. Ich bin gerade voll nervös, ob die von hinten kommen. Ich habe Angst, dass sie um drüber springen. Ja, ich glaube, Lagerfeuer lockt die echt an, ne? Ja. Kommen die durch die Tür durch? Ich weiß es nicht. Rein theoretisch ist es hier nur so eine Klapptür. Da. Licht geht aus. Kann man das wieder ausmachen? Auf Air? Nee, ich glaube, das geht von alleine wieder aus. Nur man muss immer mit Blättern nachlegen. Oh. Alter. Aber es wird ein bisschen hell wieder. Ja, es wird gerade Tag. Alter, ich bin gerade voll alt, ey. Warte, ich kannst tu mal dein Fleisch rein. Tun, ja. Weil ich habe echt Hunger. Ich hab Fleisch reingetan. Habe ich eigentlich auch Fleisch dabei? Muss mal kurz gucken. Ah, nee, das war das verkehrt. Ich brauche I. Ich habe kein Fleisch. Ach ich so. Hab nur, ich habe nur dein auf Turtle. C pustet man das immer wieder an. Das ist wieder... Ja, ich weiß schon. Da schmeißt du Blätter rein. Ich glaube, soll man mal rausgehen und die töten. Das ist eigentlich ganz geil, weil wir immer auch durchs Wasser laufen können und dann mal so um die Ecke gucken können. Komm her, gucken, Bastard, ob komm da her, immer noch welche sind. Oder wie viele, ist stirb, eigentlich voll geil. Stirb, ich hab einen. Da ist noch einer, da hinten. Er kommt zu dir. Achtung, er kommt. Komm her. Uralter. Alter, Kacke. Alter, der lebt noch. Alter. Alter, was... Tooth. Ich weiß nicht, deine. Bringt es was, wenn wir die, also ich meine, das hört sich jetzt komisch an, wenn wir wirklich solche komischen Dinge hinbauen, dass die Angst bekommen? Bringt es was? So, vielleicht bis liegen lassen erstmal, ja. Nee, also nicht die Leichen liegen, sondern doch so Tote ins Bauen. Aus ja, ich weiß, darum wollte ich jetzt die Leichen liegen lassen, dass wir da Stückchen abschneiden können. Ich glaube, da hinten ist noch einer, der steht einfach nur da. Oder ist das ein Reh? Ich bin mir gerade nicht sicher. Was ist das da hinten eigentlich? Siehst du das? Das sieht auch wieder so aus wie eine Yacht oder so. Ja. Ah, das ist so ein Viech, glaube ich, ja. Hier steht einfach nur da. Er steht, ja. Oh. Ich glaube, die hat gepennt. Ja, ich glaube auch. Töte sie, tu es. Hey, das ist die Nachstellung. Achso, hey. Ah, doch, Titten hat sie. Ja.
Also unser Lager haben wir schon mal. Das ist schon mal zum Vorteil. Also es hat funktioniert, ne? Die haben uns nicht angegriffen. Da ist noch einer, das kann es doch nicht sein. Alter, ich muss jetzt nochmal was essen. Alter, das Essen, das ist echt hart, ne? Du hast was ins Feuer gelegt, oder? Ja, Alter. Das machst du schon. Ich zähle auf dich. Ja. Super. Das hat irgendwie nicht viel gebracht. Ah doch, ein bisschen bringt's. Tödlichen. Wie komme ich denn das Fleisch jetzt wieder einfach da raus? Einfach essen. Ah. Du stehst cool. Direkt. Alter, hast du den Schrein? Hab ich mal eine Frage, wenn ich jetzt C drück, ne? Ja. Halt, nee. Q drück. Ja. Nee. Q, und war da noch was anderes? Achso, jetzt habe ich kein Fleisch mehr. Ja, jetzt verstehe ich das. Ja. Ja, ja, aber ich würde sagen, die 20 Minuten sind wieder rum. Das ist eigentlich echt schon. Ja, wenn ich das ungefähr so richtig im Kopf habe. Okay. Müssten 20 Minuten schon langsam vorbei sein. Wir könnten dann, was auch saugeil wäre, also unser Folgenziel haben wir jetzt mal nicht erreicht, dass wir auf die andere Insel kommen, weil irgendwie es dauert doch länger zu bauen, als ich dachte eigentlich. Geil wäre es, ja. Wir können hier unser Floß bauen, also hier können wir immer das Floß her. Das, die gleiche Idee habe ich auch gerade gehabt. Und dann kann man immer hin und her. Das ist voll geil. Dann zurück an. Das ist voll geil eigentlich. Ja, das ist echt gut. Ja, würde ich sagen, jetzt versuchen wir dann in der nächsten Folge mal das Floß zu bauen, dass wir zur Insel kommen. Genau. Haben wir zwar schon diese Folge vorgehabt, aber wir schieben es immer weiter auf die nächste Folge. Ja. Na gut, dann bedanke ich mich wieder fürs Anschauen. Ja, ich auch. Danke fürs Zuschauen und ja. Bis zur nächsten Folge. Bis zur nächsten Folge. Ciao. Ciao.